Unsere Themen am Freitag. Anspannung vor Risikospiel gegen Babelsberg. Hollywood im Staatstheater. Und ein bisschen Kuba in Cottbus. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Rechtsanwälte Göpfert bieten sowohl Unternehmen als auch privaten Mandanten ein Optimum an persönlicher, qualifizierter und juristischer Betreuung an. Wir setzen uns bestmöglich für Ihre Interessen ein, zur Vermeidung gerichtlicher Auseinandersetzungen. Sollte es dennoch zu einem Prozess kommen, wird auch dort Ihr Recht eingefordert. Rechtsanwälte Göpfert, erstklassiger Service, hervorragende Beratung und individuelle Betreuung seit Jahrzehnten. Wichtige Informationen unter ra-göpfert.de. Hallo und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Freitag. Ministerpräsident Dietmar Woidke gehen langsam die Unterstützer aus. Auf einer Klausurtagung der SPD haben drei Landesabgeordnete ihre Unterstützung für die Reform verweigert. Da auch Teile der Linken umdenken, könnte es nun mit der erforderlichen Mehrheit im Landtag eng werden. Woidke habe deshalb gestern mit seinem Rücktritt und Neuwahlen gedroht. Das berichtet die Märkische Oder-Zeitung. Woidkes Regierungssprecher hat das aber umgehend dementiert. Der Ministerpräsident habe nur auf mögliche Folgen einer gescheiterten Abstimmung hingewiesen. Am Sonntag gibt es viel zu tun für die Einsatzkräfte in Cottbus. Grund dafür ist leider der Fußball. Ein Risikospiel steht an. Babelsberg ist dann zu Gast beim FC Energie Cottbus. Zwischen den Gruppierungen beider Vereine brodelt es. Der Sport rückt da leider fast in den Hintergrund. Das wohl hitzigste Derby der Saison steht an. Energie Cottbus trifft am Sonntag auf Babelsberg. Klaus-Dieter Wollitz hat für das brisante Spiel wieder mehrere Optionen. Tim Kruse, Fabio Vetteriti und vor allem Streli Mamba können spielen. Ja, wichtig ist erstmal, dass er keine Probleme hat, dass er die ganze Woche die Einheiten gut überstanden hat. Keinen Rückfall, ganz wichtig. Ja, und dann ist das, was ich dann auch Anfang der Woche gesagt habe, nach einer Muskelverletzung. Er ist ein Sprintertyp, der Sprintfähigkeit hat, der viele Sprints im Spiel macht, was wir auch brauchen und auch uns wünschen, ist davon auszugehen, dass er nicht 90 Minuten spielt. Das sind jetzt die Taktierereien. Zum Spiel selbst hält sich Wollitz bedeckt. Der sonst so impulsive Coach war heute eher zurückhaltend. Ein Thema hat er dann aber doch satt. Die Ausschreitungen in Babelsberg in der letzten Saison. Ehrlich gesagt, interessiert mich nicht. Brauchen Sie auch keine weiteren Fragen stellen. Ich werde die nicht beantworten, weil es nicht mein Thema ist. Es ist eine Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Das sage ich noch dazu, dass das seit April bis heute immer Gespräch ist. Es ist ein Witz, ja. Woanders ist auch schon was passiert. Ich will das auch gar nicht gutheißen. Was da passiert ist, wurde rauf und runter schon gesagt. Aber seit Wochen und Monaten haben wir nur dieses eine Thema. Es gibt andere Themen, ja. Und mein Thema ist dann Fußball. Wie können wir bestmöglich Woche für Woche erfolgreich Fußball spielen? Die Babelsberger stehen mit Platz 7 genau im Mittelfeld der Tabelle. Cottbus hat weiterhin 9 Punkte Vorsprung auf Verfolger Dynamo Berlin. Das soll auch so bleiben oder sogar ausgebaut werden. Anstoß für das Hochsicherheitsspiel ist am Sonntag um 13.30 Uhr im Stadion der Freundschaft. Tumulte anderer Art gab es gestern leider auf dem Stadthallenvorplatz. Am Nachmittag gerieten dort mehrere syrische Asylbewerber aneinander. Etwa 12 Personen sollen beteiligt gewesen sein. Nach anfänglichen Streitereien eskalierte die Situation schlussendlich. Gegen 17.30 Uhr kam es zu einer handfesten körperlichen Auseinandersetzung. Dabei kamen Gürtel sowie ein messerähnlicher Gegenstand zum Einsatz. Ein 22-jähriger Mann musste ins Krankenhaus. Er erlitt eine etwa 20 cm lange Schnittwunde am Oberkörper. Lebensgefahr bestand nicht. Die Polizei konnte mehrere Zeugen ermitteln. Die Ermittlungen dauern noch an.
Der geplante Wertstoffhof in Sachsendorf wird wohl teurer als erwartet. Mehr dazu in den Kurznachrichten. Wertstoffhof wird teurer. Der geplante Recyclinghof in Sachsendorf soll 1 Million Euro kosten. Das ist doppelt so viel, wie die Stadt Cottbus ursprünglich ausgeben wollte. Der Umwelt- und Wirtschaftsausschuss hat jetzt Bedenken. Das Vorhaben wird deshalb noch einmal geprüft. Auf der Grünfläche nähe des Pückler Gymnasiums soll ab Juli 2018 ein neuer Wertstoffhof entstehen. Er soll den in Dissingen entlasten. Neue Gesamtschule soll kommen. Der Landkreis Spree-Neiße will eine weiterführende Schule, in der auch das Abitur gemacht werden kann. Das hat der Kreistag am Mittwoch beschlossen. Das Bildungsministerium muss aber noch zustimmen. Wo die Schule hin soll, ist aber noch offen. 5 Möglichkeiten gibt es. Darunter sind die Grundschulen in Kolkwitz und Drebgau, eine Erweiterung des Oberstufenzentrums in Sachsendorf und ein Neubau im Südwesten von Cottbus und in der Nähe des Pückler-Gymnasiums. Die neue Gesamtschule soll bereits im nächsten Schuljahr eröffnen. Pückler in Babelsberg. Im Besucherzentrum in Branitz gibt es nächste Woche Mittwoch einen Vortrag. Katrin Schröder spricht über die Gartengestaltung von Hermann Fürst von Pückler im Park Babelsberg. Sie geht dabei auf die Schaffungen des Fürstens ein. Katrin Schröder hat in Potsdam die Ausstellung Pückler, Babelsberg, der grüne Fürst und die Kaiserin kuratiert. Los geht's nächste Woche Mittwoch um 18.30 Uhr im Besucherzentrum auf dem Gutshof Branitz. Gestern startete vor dem Cottbuser Landgericht der Prozess gegen einen 34-jährigen Letten. Ihm wird vorgeworfen, im Januar einen Rentner aus Finsterwalde mit 25 Schlägen auf den Kopf getötet zu haben. Anschließend soll er 2 Tage später einen Dealer aus Berlin mit mehreren Messerstichen umgebracht haben. Der Angeklagte legte dabei ein Teilgeständnis ab. Er gab zu, den Rentner getötet und anschließend dessen Auto und Wertsachen gestohlen zu haben. Mit dem Mord am Berliner Dealer will er aber nichts zu tun haben. Der Prozess geht in 3 Wochen weiter. Mehrere Zeugen werden noch gehört. Das kann sich noch einige Monate hinziehen. In schnelllebigen Zeiten wie diesen werden immer mehr Stars geboren. Möglich machen das Kameras, das Internet und soziale Netzwerke. Oft stürzen die dann aber genauso schnell wieder ab, wie sie gekommen sind. Doch nicht nur heutzutage ist das so. Schon früher, zu den goldenen Zeiten von Hollywood, sind viele einst geliebte Schauspieler schnell vergessen worden. So beginnt die Geschichte von Norma Desmond. Sie ist ein Stummfilmstar. Oder ist es zumindest gewesen. Norma Desmond. Einst gefeiert, jetzt von der Filmindustrie fallen gelassen. Aber sie gibt noch nicht auf. Ihr Hollywood-Stern soll endlich wieder funkeln. Sie wartet in ihrer Villa auf ihr Comeback. Isabel Dörfler verkörpert Norma Desmond. Das Musical Sunset Boulevard ist ihr vertraut. Sie hat bei der ersten deutschen Uraufführung mitgespielt. Das war vor über 20 Jahren. Damals aber noch in einer Nebenrolle als Betty Schäfer. Norma Desmond hat sie aber damals schon fasziniert. Ich weiß noch, als ich damals ankam und da geprobt habe, da habe ich die Hauptdarstellerin getroffen, wusste nicht, dass sie das war. Und ich dachte, die wäre da irgendwie eine Putzfrau oder so, eine freundliche. Dann sehe ich die abends auf der Bühne und falle hinten über. Und es ist genau das, was diese Rolle ausmacht, dass man eben normal bleibt und Mensch, ja, und trotzdem einsteigt in eine Welt, die sicherlich nicht alltäglich ist. An ihrer Seite spielt Hardy Brachmann den abgebrochenen Drehbuchautor Joe Gillis. Er hat Geldprobleme und landet durch einen Zufall in der Villa des gefallenen Hollywood-Sterns. Dort bleibt er auch. Er soll Norma Desmond wieder groß machen, mit einem von ihr für sich selbst geschriebenen Drehbuch. Das soll er überarbeiten. Hardy Brachmann kennt man schon aus anderen Musicals. In Sugar hat er den Joe verkörpert. Musicals sind genau sein Ding. Das ist eine große Leidenschaft von mir und ich mag das sehr, mit dieser Art umzugehen und zu singen. So, ja. Obwohl hier in diesem Stück Sunset eher die Betonung wohl auf dem Schauspielerischen liegt, dass einfach die Geschichte transportiert wird. Das ist, scheint mir hier der Vorrang zu sein. Gut, dass Klaus Seifert Regie führt. Als Sänger, Schauspieler und Tänzer kann er sich in jeden Darsteller genau reinversetzen, egal ob es dabei um Gesang oder Schauspiel geht. Weil ich von niemandem etwas verlange, was unmöglich ist.
Manche, die von der Oper oder vom Schauspiel oder vom Ballett kommen, die wissen vielleicht nicht genau, wie man das erreichen kann. Aber da kann ich schon ab und zu helfen, indem ich sage, es gibt eine Möglichkeit, dass man das alles in Einklang bringt. Und das hilft. Bei der Rolle Norma Desmond konnte Isabel Dörfler auf ihr eigenes Leben als Sängerin und Schauspielerin zurückschauen. Denn mit den Ängsten von Norma Desmond ist jeder in dieser Branche irgendwann einmal konfrontiert. Ich arbeite ja viel als Darstellerin im Musical-Bereich und es gibt, glaube ich, kaum eine Branche, wo man schneller altert, sage ich jetzt mal. Also Oper und Schauspiel ist dagegen wirklich Kindergarten, aber da wir immer große Auditions machen, bevor wir eine Rolle bekommen, können die Produzenten und die Regisseure sich wirklich genau den Typen auswählen, den sie gerne haben möchten. Und wehe, man ist da nicht mit der richtigen Nase und dem richtigen Alter, dann kriegt man die Rolle nicht. Sunset Boulevard zeigt, was mit großen Stars passiert, die ihre besten Zeiten hinter sich haben, das aber nicht wahrhaben wollen. Eine spannende Analyse mit blutigem Ende. Aktuell steht es um das Herbstwetter in der Lausitz ja durchaus gut. Zurzeit und auch in den kommenden Tagen bekommen wir verhältnismäßig viel Sonne zu Gesicht. Doch auch der goldene Herbst ist schneller vorbei, als man denkt, und es wird wieder Zeit für den Regenschirm. Dann muss man sich sein Stückchen Urlaub und Sommer einfach auf einem anderen Weg besorgen. Meine Kollegin Christine Erdner hat sich deshalb auf die Suche nach ein bisschen Karibik in der Lausitz gemacht. Gefunden hat sie das im Moskito. Jetzt ein Cocktail in der Hand, 30 Grad und schön in der Karibik am Strand liegen. Das wär's doch, oder? Zum Glück sind im Moskito gerade kubanische Wochen. Deshalb schaue ich mir jetzt mal an, was man hier so demnächst auf der Karte findet. Vielleicht kommt ja so ein bisschen Urlaubsfeeling auf. Deshalb mache ich mich jetzt direkt auf den Weg in die Küche zu Koch Matthias. Der wartet schon auf mich und bereitet die Zutaten vor. Hey Matthias! Hallo Christine! Hier bin ich wieder. Was kochen wir denn heute Schönes? Wir kochen heute Ropa Vieja. Das sind Tranchen vom Flanksteak mit sortierten Tomaten, roten Bohnen und Kokosreis. Okay, und womit fangen wir an? Wir fangen mit dem Fleisch an, da es am längsten braucht. Wichtig ist, dass wir es gegen die Faser grillen, damit es dann nicht zäh wird. Genau, okay. Nimmst du so und legst es drauf. Genau, jetzt lassen wir es mal scharf angrillen von beiden Seiten und dann kommt es ab in den Ofen. Was ist denn eigentlich das Besondere an dem Fleisch? Am Flanksteak ist das Besondere, dass es sehr mager ist und trotzdem sehr, sehr saftig. Also es ist schon ein sehr hochwertiges Stück Fleisch vom Rind. Und das ist halt so vergleichbar wie Rumpsteak. Es ist sehr zart und sehr intensiv im Geschmack. Und deswegen ist das eine wunderbare Kombination zu unserem Essen. So, jetzt haben wir es perfekt von beiden Seiten angegrillt. Jetzt werden wir es in den Ofen machen bei 140 Grad. Und ganz langsam garen lassen, bis es Medium ist. Was darf ich denn jetzt als nächstes machen? Du darfst jetzt für unser Gericht das Gemüse zubereiten. Ja. Dafür nimmst du erstmal die roten Bohnen und schwitzt die kurz an. Okay. So, okay? Sehr gut, sehr gut. Wie seid ihr denn eigentlich auf die Idee gekommen, kubanische Wochen hier zu veranstalten? Also grundlegend hat das so angefangen, unser Chef war in Kuba im Urlaub und kam halt völlig begeistert wieder von den Stimmungen der Leute, von den Gerichten, von dem Flair, allgemein diese Gelassenheit, dieses Urlaubsfeeling, was halt auch total zum Moskito passt, damit konnten wir uns identifizieren. Dann haben wir uns zusammengesetzt, er hat die Eindrücke geschildert, dann hatten wir noch andere Kollegen, die das auch schon sammeln konnten, diese Erfahrung, und daraus haben wir dann eine Karte kreiert und wir können uns alle so als Team auch damit identifizieren und haben gesagt, gut, Kuba-Wochen, das machen wir. Das passt ja auch bei dem schlechten Wetter draußen. Das ist ja ein bisschen Urlaubsfeeling nicht verkehrt. Das ist wohl wahr. Okay, wie machen wir denn jetzt weiter? Jetzt kommen die Zwiebeln dazu. Mhm. Sehr schön. Das lassen wir jetzt noch mal kurz mit anspitzen. Dann kommen die Tomaten, dann noch Salz, Pfeffer, ein bisschen Chili und dann haben wir das Gemüse schon gut abgeschmeckt und so passt das dann. Wer also Lust auf karibisches Flair hat, bis zum 2. November sind im Moskito noch die kubanischen Wochen. Was kommt jetzt noch an den Reis ran? Den Reis schmecken wir jetzt mit Salz, Pfeffer und Kokosmilch ab. Und dann ist er auch schon fertig. Ist ja eigentlich relativ easy, das Gericht, oder? Ja, korrekt. Aber durch die Kombination ist es sehr, sehr lecker. Muss nicht immer schwer sein, sondern kann auch ganz, wenn man die besten Produkte benutzt, gute Arbeitsschritte, dann kann es sehr, sehr lecker sein. So,
So, jetzt ist das Essen angerichtet. Danke, dann lass es mir jetzt schmecken. Ja, bitte, guten Appetit. Danke. Zu den kubanischen Köstlichkeiten passt übrigens am besten ein Mojito, Cuba Libre oder es gibt sogar kubanisches Bier. Also mehr braucht man ja fast gar nicht, um sich ein bisschen vom Alltag zu entspannen. Ich fühle mich auf jeden Fall ein wenig erholt. Cheers! Der kulinarische Abstecher nach Kuba lässt sich am Sonntag übrigens gut mit bayerischen Traditionen verknüpfen. Schon ab 10 Uhr startet dann nämlich das Oktoberfest des Brau- und Bistros. Dort will man dann alles bieten, was man auf der Wiesn auch so finden kann. Deftiges Essen, volle Maßkrüge und natürlich ausgelassene Stimmung. Mein Kollege Nando Schwiekal will das natürlich auch nicht verpassen. Er berichtet dann am Montag davon. Damit war es das mit LTV aktuell für diese Woche. Ich wünsche Ihnen noch einen unglücksfreien Freitag, den 13. Starten Sie gut ins Wochenende. Am Montag begrüßt Sie hier dann meine Kollegin Christine Erdner. Schalten Sie auch dann wieder ein. Tschüss. Diese Woche haben wir gleich zwei Jubiläumsangebote der Woche für euch. Das Huawei P10 Lite in Schwarz, Weiß, Gold oder Blau für nur 259 Euro und den Brown Series 5 5050 CC für 88 Euro. Mit dem Huawei P10 Lite bekommt ihr jetzt bei Expert ein Top-Smartphone zum super Preis. Doppelseitig geschwungenes 2,5D-Glas und ein diamantgeschliffenes Metallgehäuse. Das P10 Lite ist nicht nur robust, sondern auch außerordentlich stylisch. Das 5,2 Zoll große Display bietet eine Auflösung von 1080x1920 Pixel und eine hohe Farbtreue. Mit Android 7.0 als Betriebssystem und der Huawei-eigenen Software Emotion UI 5.1 ist die Bedienung besonders ansprechend und einfach. Der exklusiv im Huawei P10 Lite verbaute Kirin 658 Octa-Core-Prozessor sorgt dabei für minimalen Stromverbrauch bei maximaler Performance. Der Akku besitzt eine Kapazität von 3000 mAh und kann besonders schnell aufgeladen werden. Nach nur 10 Minuten habt ihr genug Saft, um zum Beispiel 2 Stunden lang Videos anzuschauen. Auch die Kameras des P10 Lite können sich sehen lassen. Die Hauptkamera bietet eine Auflösung von 12 Megapixeln und mit der 8 Megapixel Frontkamera samt Gesichtserkennung schießt ihr jederzeit super Selfies. Den internen Speicher von 32 GB könnt ihr zudem mit einer MicroSD-Karte erweitern. Als Dual-SIM-Handy kann das P10 Lite auch mit 2 SIM-Karten verwendet werden. In den Farben Schwarz, Weiß, Gold oder Blau bekommt ihr das Huawei P10 Lite jetzt für nur 259 Euro bei Expert. Und wir haben diese Woche ja noch ein zweites Jubiläumsangebot für euch, der Brown Series 5 5050 CC für nur 88 Euro. Der Herrenrasierer mit Flex Motion Tech kombiniert dabei zwei innovative Technologien. Micromotion bedeutet, dass die Scherteile einzeln gelagert sind und so auf kleinste Konturen reagieren können. Gleichzeitig bietet Macromotion einen um 40 Grad schwenkbaren Scherkopf, der sich größeren Konturen mühelos anpasst. Zudem erfassen die Ultra Active Lift und Crosshair Klingen auch widerspenstige Haare im Hals- und Kinnbereich. So ist eine gründliche und schonende Rasur mit maximalem Hautkontakt möglich. Zudem kann der Scherkopf in 5 Winkeln für eine noch genauere Rasur eingestellt werden. Für das Stylen von Bärten und Koteletten gibt es natürlich auch den Präzisionstrimmer. Die 4 Stufen Clean & Charge Station reinigt und pflegt hygienisch und wählt das passende Reinigungsprogramm automatisch aus. Außerdem ist der Rasierer zu 100% wasserdicht und kann so auch mit Wasser ausgespült werden. Über die Station oder unterwegs direkt mit dem Smart Plug ladet ihr den Brown Series 5 in nur einer Stunde voll auf. Und wenn ihr es mal eilig habt, reichen schon 5 Minuten Schnellladung für eine kabellose Rasur. Den Brown Series 5 5050 CC bekommt ihr jetzt als Jubiläumsangebot der Woche für nur 88 Euro bei Expert. Übrigens, in dieser limitierten Edition erhaltet ihr 2 Reinigungskartuschen gratis dazu.
fühlen Sie sich wie im Urlaub. Und das direkt vor der Haustür. Edle Aufgüsse und Saunen mit verschiedenen Temperaturen. Tanken Sie Kraft und Energie in der wunderschönen Saunalandschaft der Lagune Cottbus. Nach dem überwiegend sonnigen Tag ziehen in der Nacht wieder Wolken auf, teils mit leichtem Niederschlag. Die Temperaturen liegen bei 13 Grad. In den Samstagmorgenstunden ziehen die Wolkenfelder aber wieder ab. Was dann folgt, ist ein goldenes Herbstwochenende. Der Samstag bleibt zumeist sonnig bei Werten um die 20 Grad. So geht es auch am Sonntag weiter. Viel Sonne und kaum Wolken. Dazu Höchstwerte von bis zu 21 Grad. Erleben Sie die legendäre Mitternachtssauna thematisch wechselnd jeden zweiten Samstag. Bei wohltuenden Aufgüssen, angenehmer Unterhaltung und kulinarischen Köstlichkeiten in der Lagune Cottbus. Zwei Messen unter einem Dach. Willkommen auf der Herbstmesse und Cottbus Bau, der größten Verbraucher- und Erlebnisausstellung der Lausitz. Über 280 Aussteller präsentieren sich auf 10.000 Quadratmetern in den Bereichen Bau, Energie und Natur, Genuss, Mobilität und Freizeit, Mode, Kreativität und Gesundheit. Mit 40 neuen Ausstellern und einer großen Showbühne in der Halle 2 präsentiert sich die Herbstmesse und Cottbus Bau so vielfältig wie noch nie. Sie ist ein Erlebnis für die ganze Familie zum Mitmachen und Ausprobieren. Am 21. und 22. Oktober täglich von 10 bis 18 Uhr in der Messe Cottbus. RPV Briefservice. Deine Post deutschlandweit günstig. Bestimmt haben Sie Ihren nächsten Urlaub geplant. Auch an Ihre Rente und an die Zukunft Ihrer Kinder haben Sie gedacht. Haben Sie wirklich alles geregelt? Was passiert mit Ihnen, wenn Ihr Leben plötzlich vorbei ist? Sind alle letzten Entscheidungen in Ihrem Sinne getroffen? Sind Ihre Angehörigen und ist die Beerdigung finanziell abgesichert? Sprechen Sie mit uns über Ihre Bestattungsvorsorge. Ihr Bestattungs- und Vorsorgepartner in Cottbus, Wolfram Bestattungen, Weinbergstraße 2, Telefon 42 18 18, jederzeit. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern.